Hallo und herzlich willkommen bei... Puh, ja, scheiße nochmal. Wie kommen wir denn jetzt da hin? Scheiße, Alter, wo ist mein Auto? Ja, ja, ist wirklich so. Wo ist mein Boot? Also wir sind an dieser kleinen Insel, wir wurden widerrechtlich hierher geschleppt. Obwohl unsere Segel in die andere Richtung zeigen und alles. Aber dann können wir vielleicht ein bisschen Metall holen, damit wir diesen... Irgendwann mit diesen scheiß nervigen, super verf***ten Hai loswerden. Sag mal, ja, das wäre toll. Ne? Das fände ich auch prima. So, hier sind noch drei Metallbaren. Weißt du was? Die bimmel ich hier gleich dran. Verstärken, verstärken, verstärken. Ja, mal Metallwaren. Ich bin sehr traurig. Hast du schon eine Wasserflasche, Erik? Sag mal, das ist doch wohl nicht wahr. Was denn? Ich habe gerade eben Metall verstärkt und dann kommt der sofort wieder angeschissen und macht woanders. Na klar. Aber er geht nicht ans Metall, er geht immer nur an die Holzdinger. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ne? Also langsam... Also kann man ihn damit wirklich besiegen, scheinbar wohl. Ich glaube, wir sichern das Floß langsam ab. Mal schauen. So, ich trinke mal eben Wasser. Mmh. Lecker. Das ist echtes Wasser. So. Oh, vielen Dank. Leere Flaschen. Aber bringt die eigentlich... Ah, die... Ja. Ah, alles klar, okay. Sehr. Ja, ich sehe es gerade. Dann, schmeiß die Becher mal weg, wa? Ja gut, zum Auffüllen brauchst du halt noch immer einen, glaube ich. Aber die Flasche ist halt schon echt nice. Ich glaube, da würde ich mir eine Auffüllflasche holen als 30 Becher im Inventar. Oder... Kann man auch Salzwasser in die Flasche füllen und es dann da reinschütten? Ich weiß nicht, wir werden es herausfinden müssen. Ich glaube auch. So, da tue ich erstmal hier hin, diese scheiß Federn. Das Inventar hier, ne, es ist immer... Oh, es ist immer unordentlich, egal was man tut. Es macht mich fertig. Geht gar nicht anders. Ne. So. So. Können wir mal gucken, wa? Ja, ich guck auch gleich. Erstmal aber nochmal schnell meinen lustigen Hut aufsetzen. Oh. So. Kupfer. Tobi, nein. Stein. Erik, ich hab Stein gefunden. Endlich. Boah, da bin, oh, okay. Da bin ich sehr glücklich. Was denn? Wir können die Sauerstoff-Dings und den und die Heilmütze gar nicht gleichzeitig aufziehen, ne? Ja, das ist, ja. Okay, ein bisschen Herausforderung muss aber sein. Naja, ne? Ja, man muss sich entscheiden, das stimmt schon. So, ist das ein Stein oder ist das Metall? Es ist wahrscheinlich nichts, ne? Oh, ich finde nur Steine hier. Kupfer. Also, ich finde richtig viel Metalle gerade. Ja? Ja. Bisschen geil. Schrott. Bisschen Schrott nehme ich auch noch mit. Weil. Klinge ist kaputt. Weil no was? Oh nein. Feierabend wieder. Was? Das Ding ist kaputt, Arbeitsmaterial ist futsch, kann ich auch nichts machen. Also ja, dann eine andere Baustelle. Soll ich Seetang mitnehmen oder haben wir davon genug? Davon haben wir, ich glaube, davon haben wir noch genug. Also ich meine, ne, was wir haben, haben wir, aber pff, das, das Seetang einschmelzen hat so ewig gedauert. Boah, hier gibt's viel Metallerze. Ja, ist das vielleicht eine dieser Inseln, die die Leute gerne haben, wo ich damals gelesen habe? Ich weiß es nicht. Oder hatten wir nicht schon mal so eine Mini-Insel gehabt, das wo auch Steine? So viel Metall? Ja, ich glaube schon, aber das ist nicht die, ne? Und? Na, ich glaube nicht. Oh, Alter, geil. Alter, was ist denn... Wow.
Wie frech. Ich habe schon 11 Metalldinger. Was? Geil. Gut, ich habe bis jetzt nur 3, aber das sind ja auch schon 14 dann insgesamt, ne? So. Oh, warst du das gerade? Ich habe noch was irgendwas aus dem Augenwinkel gesehen. Was war das? War das auch Metall? Ne, das war eine Box. Nee, ich meine das, was du da gerade abgebaut hast. Ja, war auch Metall. Das ist ja wirklich ein Witz, ne? Das ist ein Steinchen, oder? Ja, das ist ein Stein. Man sieht's nicht so genau, deswegen baut man irgendwie alles abgefühlt. Ja. Ich find's doof, dass Steine halt genauso aussehen wie Metall. Ja, das ist aber realistisch, Erik. Na gut. Wusste ich nicht. Oh. So, war doch mal schnell weg. Schuscha, schuscha, schusch. Ah, da ist nichts. So. Dün, 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 dün. 14 Metall, 8 Kupfer. Leckt mich am Arsch. Geil. Hier weiter außen ist leider gar nichts mehr. Scheißinsel lohnt sich gar nicht. Dreck. Ja. Ich habe eigentlich den Ton gefunden. Man schwimmt jetzt doch schneller, ne? Mit den Füßen da, mit diesen Flossen. Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Das ist cool. Hab mich schon gewundert, warum ich so schnell klarkomme. Und der Sauerstoff auch länger reicht, gefühlt. Der reicht natürlich nicht länger, oder? Aber weiß schon. Das ist schon geil. Ne? Ja, ich glaube. Ich glaube, Metallerze, das war's mit Metall. Aber ist eine gute Ausbeute gewesen. Ich meine, das ist 14. Hast du, glaube ich, ne? Ja. Ich habe 4, das heißt 18. Es könnte sogar fast das Schiff sein. Fast. Oh. Jetzt noch 30 Stunden einschmelzen. Nice. Dann haben wir es ja auch. Cool. Ich nehme ja aus. Ach, Ton, naja. Ich nehme ja Steine noch mit. Also ich nehme alles mit, was hier rumliegt. Ja. Einmal war was gerade können. Wetter ist scheiße, wir können eh nicht zur Insel, da wo wir hinwollen. Weil das Schicksal hat uns hergebracht, ne? Vielleicht ja, ganz gut. Ich glaube auch. Wir sollten uns dem einfach fügen. Fügen? Fügen. Ich mache immer Urlaub auf Fügen. So. Oh, was ist das denn hier? Oh, geil. Oh, geil, Stein. Oh, 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 oh. Hast du was gefunden? Ja, Kupfer. Oh, trotzdem gut. Hab ich abgekupfert. Ich mag ihn ja trotzdem. Ich mag ihn ja trotzdem. So. Einfach alles mitnehmen. Also Steine haben wir dann auf jeden Fall 2, 3. Was ist denn das? Nichts. Üb, üb, üb. Ich weiß, wo die Pilze. So, ich glaube, das war's. Ich habe auf die Pilze geschissen. Tobi, bitte, bitte scheiße nicht auf die Pilze. Ach, da oben ist er. Oh, ich guck, was hier ist. Gelbe Blume. Nimmst du die Blumensachen hier immer mit? Nee, ne? Nö. Noch nicht. Kommen wir schon später, wenn man bereut, dass wir keine Blumen haben und wir dann Inseln anfahren müssen, weil wir Farbe brauchen. Ja, das könnte passieren. Ja, aber dann haben wir jetzt nicht so viele Kisten einfach. Hä? Oh, der Hai. Moin. Kann ich den echt angreifen hier unter Wasser? Greift er mich dann zurück an? Oh. Und greift er an? Nein. Okay, das wäre aber ein bisschen. Ja, mache ich nicht. Ich wollte mal testen. Aber. Ja, Erik, ich habe 800 Haifleisch dabei. Guck mal. Huch. Gefunden. Hä? Auf otto.de. So, was habe ich? Ach, 4 Sand habe ich noch dabei. Ja, guck mal, jetzt wird er direkt aggressiv da hinten, ne? Immer das Gleiche. Ausgelacht habe. Ja, klar, verpiss dich doch einfach. Immer das Gleiche. Hä, ich habe einen Bolzen gefunden. Und Fischeintopf. Fisch?
Viecheintopf. Ich habe auch einen Viecheintopf dabei. Mh, leckerer Viecheintopf. Viech. Ich glaube, ich esse den jetzt auch mal. So, ich schmelz gleich wieder ein. Was denn? Was denn? Hier, für dich. Du bist eklig aus. Riech mal, Erik, riech mal. Oh, der Hai. Au! Nur auf einmal angeschoben kam, einfach von out of nowhere. Hab ich aber zum Glück nicht erwischt. Was denn? Okay, ich hab eine Bowl bekommen. Nachdem ich das Ding gegessen habe. Eine leere Bowl, okay. Achso, weil die Suppe da drin war wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Ist doch gut. Oh, okay, die Suppe, die gekochten Sachen halten tatsächlich auch länger, so wie es aussieht. Halten länger im Sinne von, man ist satter als bei den Grillsachen? Ja, weil das geht gerade langsamer hoch. Warte mal. Ah, okay, das gibt einem nur so einen komischen Effekt. Das ist wie wenn du... Von Wärme oder was? Wenn du deine, sagen wir mal, du hast den, ich weiß jetzt nicht schon wieder nicht, wie ich es beschreiben soll, aber du hast in anderen Spielen, hast du deine Rüstung und kriegst aber dann nochmal so einen Effekt drauf, dann hast du 50% mehr Rüstung und das geht dann so langsam nach unten wieder. Okay, verstehe. So ein Buff quasi, so ein bisschen. Buff, ja. Aber halt, na, ah, okay. Keine Ahnung. Okay. Lohnt sich da das Kochen? Ich weiß es nicht. Naja, man kann vielleicht andere Gerichte machen, aber die kosten wahrscheinlich wieder mehr, ne? An Stuff. Ja. Aber ich leg dir mal hier unten in die Kiste, hier unten rechts. Mhm. Hier. Alles klar, vielen Dank. Ich bin schon mal am Einschmelzen gerade. Haben wir irgendwo Ton und den ganzen Scheiß? Einfach mal hier noch Fischsuppe, Rezept. Wir hatten kein AUX-Kabel, glaube ich, deswegen haben wir keinen Ton. Also Kupferbarren sind hier halt. Ich schmeiß mal das Kupfer hier auch dazu, oder? Ja, ja, klar. Aber Sand und Ton haben wir da nicht. Ach, hier. Dann schmeiß ich aber da rein. So. Glas. Habe ich irgendwas davon? Hier ist ja auch Ton, das schmeiße ich mir da unten rein. Dann, oh Gott, das ist... Wir brauchen irgendwann auf jeden Fall ein besseres Inventarmanagement hier. Hä? Achso, hier war Schrott. Da war Schrott noch mit dabei. Federn waren, glaube ich... Waren die hier irgendwo? Da. Kannst du dir merken, in welchen Truhen was ist? Nee, ne? Ja, so grob halt irgendwie, aber nee, wenn ich dann so spezielle wenn ich aber so spezielle Gegenstände habe, dann lachst du mich schon wieder aus. Grob. Tobi? Viech. Ja, nichts sagen, glaube ich. Ne? Ja, Weißt du, wenn ich da mal was sage, weißt du, dann gleich wieder eingeschnappt. Dann ist der Tobi gleich wieder am Weinen. Viech. So, ich probiere jetzt mal was. Was denn? Flasche mit Salzwasser gefüllt. Geil. Oh, geht das? Flasche voll Salzwasser platzieren. Flasche voll Salzwasser platzieren. Ja, geil. Es geht. Ich warte darauf, dass dein Wasser gut wird. Und dann? Ja, dann freue ich mich für dich, dass du wieder Wasser hast, ne? Tobi? Ja.
Alter. So. Er ist missfiert hier, weil alles kaputt gerissen ist. Ja, ne? Weil du nämlich mit dem Wasserklauen beschäftigt bist. Ich hab doch draufgehauen. Ich muss hier meinen Wasservorrat wieder auffüllen, damit ich nicht verdurste, nämlich hier auf dem Weltmeer. Da kommt nichts, weil du mein Wasser leer gesoffen hast. Hier steht ja noch eins, nicht mehr, ne? Ab sofort kostet Wasser 3,50. Da ist ab sofort nur noch Evian drin, mein Freund. Alter, er macht den Nestle. Ekelhaft. Er macht einfach den Nestle. Da ist Fidschi-Wasser. Hm? Da musst Zuschauer, ihr was mit da musst du, gut. Da musst du schon drauflegen, Tobi. Das ist Fidschi-Wasser. Das ist gute Tankstellen-Benzin für den Mund. Was ist denn jetzt los? Achso, ich muss essen. Ist denn Fidschi-Wasser? Kennst du nicht Fidschi-Wasser? Nein. Irgendwie 7,50 die Flasche? Wow. Ja, ja, nicht, nee. Ich glaube nicht ganz, aber an der Tankstelle schon. Für fucking Wasser. Weil das so unglaublich mondän und elegant ist und ganz anders als anderes Wasser. Aber gibt es nicht Länder, in denen du kostenlos Wasser zum Beispiel im Restaurant oder so kriegst? Ich habe natürlich kein Fidschi-Wasser, Tobias. Achso, Entschuldigung. Fidschi ist, ja, ist es, Es kommt nicht von den Fidschis, oder vielleicht doch, aber ist egal. Es spielt ja eigentlich keine Rolle. Gut, es gibt ja auch tatsächlich Leute, die glauben, dass Actimel wirklich die Abwehrkräfte aktiviert, ne? Ja, ja, das, ja. Wobei ich das auch irreführend von der Werbung her finde, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Dass das überhaupt so sein darf, finde ich schon ein bisschen unfair. Nein, nein, was? Ja, das, ne, dass da halt nichts gemacht wird, das finde ich schon, assi. Werbung ist irreführend? Boah, Tobias, jetzt langsam, das ist aber schon fast Ketzerei, sowas zu sagen. Ja, diese Werbung halt. Ne? Es gibt auch viele Werbung, die Tiere führen, die ist auch okay, die hat auch Daseinsberechtigung. Mhm, aber das aktuell die Abwehrkräfte aktiviert, ist halt grober Bullshit. Ich habe übrigens den Anker gelöst, wir fahren immer noch in die falsche Richtung. Ich verstehe es aber nicht. Es ist mir einfach ein Rätsel, Tobi. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das war aber die ganze Zeit nicht so. Nee. Ich habe sonst immer hingekriegt, in die richtige Richtung zu fahren, aber diesmal. Also entweder bin ich zu doof, um den Motor zu kapieren, aber. Jetzt haben wir halt so einen Richtungsumkehrer, ne? Vielleicht hat das damit irgendwas zu tun. Ich meine, ich kann natürlich die Richtung ändern, aber. Bringt halt auch nichts. Wenn wir in die falsche Richtung fahren, fahren wir in die falsche Richtung. Da ist schon blöd. Also die Segel, ich meine, wir machen jetzt zum ersten Mal, die müssen uns ja nach vorne drücken. Aber das tun sie eben nicht. In welche Richtung wollen wir? Nach vorne, ne? Ja, wir wollen nach vorne, genau. Ah, oh, wie süß. Ich glaube, sie brüte was aus, Tobi. Die guckt doch relativ gechillt eigentlich, ne? Gut, die Augen sind aufgerissen, aber... Bisschen unglücklich, der Mundwinkel nach unten, aber sonst... Oh, ab in den Backofen damit, wa? Geil. Schön mit der Kartoffel. So, und hier treiben wir uns an der Insel rückwärts vorbei. Ich bin ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Vielleicht, weil der Wind in die falsche Richtung geht, aber die Segel schlagen doch in die Richtung aus. Aber das Fähnchen in die Richtung. Es ist komisch. Müsste ich die jetzt alle einholen und wir müssen uns auf den Motor verlassen? Aber jetzt fahren wir noch schneller in die andere Richtung. Achso, der Motor ist, glaube ich... Ne, der Motor müsste uns jetzt nach vorne drücken, eigentlich. Theoretisch. Ich habe keine Ahnung. Soll ich den Motor mal umdrehen? Mal gucken, was dann passiert. Nee, das bringt ja nichts, dann drückt er uns in die falsche Richtung, oder? Es kann ja nicht sein, dass der Motor eigentlich nach geradeaus fährt, und aber wir fahren rückwärts. Hä? Warte mal kurz. Das ist halt super strange. Blub, blub, blub. Wobei das Spiel halt auch theoretisch gesehen noch nicht erkennt,
ob wir jetzt gerade, also wo halt unsere Seite vorne und wo sie hinten ist, ne? Ja, das stimmt. Das müssten wir ja klar machen. Ja. Aber mehr als Segel setzen und dann die Richtung geht halt auch nicht. Ja. Check ich nicht. Komisch. I don't get it. Ja, drück das Wasser noch da hinten. Warte mal. Hast du einen zweiten gebaut? Ja. Cool. Warte mal, der drückt es nach da hinten und der drückt es... Der müsste eigentlich so rum, oder? Warum bin ich gerade doof? Der drückt so es, stimmt. Der schaufelt es nach hinten. Und der schaufelt auch nach hinten, ne? Ist beides richtig, oder? Ja, sieht gut aus. Ja. Und trotzdem fahren wir nicht in Richtung dieser Insel da vorne. Ne. So. Ich mach mal nebenbei trotzdem noch irgendwie Eisen einschmelzen. Verstehst du es? Nee, ne? Hey, nee, ich versuche es gerade zu verstehen, aber ich versteh's nicht. Ist mir auch ein Rätsel. Oder muss es vielleicht doch. So. Also, lass mal kurz überlegen. Nee, das ist eigentlich dann rückwärts, ne? Also, ich komme mir gerade so vor, als würde das Spiel uns zwingen, mit dem Schrottstrom zu schwimmen. Was okay ist, aber dann kommen wir halt nicht zu der Insel. Weißt du, was ich meine? Das ist dann so irgendwie, passiert auch nichts. Hab's jetzt mal in die andere Richtung gestellt, dass ich vielleicht dachte, irgendwie, vielleicht haben wir einen Denkfehler drin, aber nee, keine Ahnung. Nee, es drückt ja, soll ja Wasser nach hinten drücken. Ja. Das ist ja wie beim Kraulen, wenn man schwimmt. Ist das ja genau das Gleiche eigentlich. Ja. Und die Insel ist immer weiter entfernt. Verstehe ich nicht. Vielleicht sind wir auch zu dumm. Das halte ich aber für ausgeschlossen, ehrlich gesagt. Ja. Ich finde auch, wir sind sehr pfiffig. Pfiffig? Pfiffig. 50 Cent? Der bin ich. Ich versuche gerade zu verstehen, warum uns das Motording, warum wir die Motoren bauen konnten und sie tun uns aber in die völlig falsche Richtung manövrieren. Ja, das weiß ich auch nicht. Die Masten sind drinnen, ne? Die Segel. Genau, die habe ich eingeholt. Das ist halt super weird. Ich weiß auch nicht so genau. Ja. Ich meine. Ja, naja. Ich schmelze erstmal ein bisschen hier Metallbarren. Mach ich mal ja, wir sammeln passt schon, ne? Genau, wir sammeln noch ein bisschen Holz und Müll und alles und dann können wir noch ein bisschen ausbauen, das Boot und so. Und dann können wir zumindest schon mal das machen. Ich würde der Story gerne folgen, aber. Boah. Schade. Ich habe mich so gefreut über die Motoren und ne, dass man jetzt das Boot so beidrehen kann und so. Ja, wie gesagt, vielleicht sind wir auch einfach zu blöd, aber irgendwie ist das jetzt nicht so, wie ich es mir erhofft hatte. Ja. Die Logik gebietet es irgendwie anders, aber vielleicht ist es eine andere Logik, die ich aber nicht kapiert habe. In den Kommentaren wahrscheinlich wieder Hass, Zerstörung, brennende Häuser, Fackeln. Ja. Ihr müsst anhand des kleinen Wagens navigieren, das weiß man doch. Mistgabeln sind schon aus dem Keller geholt. Ja klar. So. Ja, konnte man euch echt gucken, aber heute ist echt boah. Ach, schön. Ja, Eier, Wolle und Honig müssen wir auch noch finden. Eier. Das mit dem Honig wundert mich noch. Mal gucken, wo wir das finden. Wahrscheinlich auch irgendwo auf der Station, ne? Nicht irgendwo auf der Insel. Ich weiß, vielleicht können wir auch... Man kann doch Bienenstöcke machen, oder nicht? Ja, aber dafür brauchen wir das alles noch. Automatisch Bienen drinne. Weiß ich nicht, ob das so funktioniert. Müssen die Bienen nicht auch irgendwo herkommen? Also,
Ich meine, das ist jetzt ein blöder Vergleich, aber bei Landwirtschaftssimulator zum Beispiel baust du auch einfach Bienenstöcke und die sind einfach da, ohne dass du sie gekauft hast. Okay, gut, das sind die besten Bienen. Ich weiß jetzt, wie gesagt, das ist vielleicht ein dummer Vergleich, aber da ist das auch so. Bienen, die einfach da sind. Das ist halt das Problem, ne? Es ist kein Bienensterben oder so, die sind halt einfach nicht da. Vielleicht haben sie einfach mal keinen Bock. Vielleicht hast du gerade ein Rätsel der Wissenschaft gelöst, Tobi. Das traue ich mir auch selber zu, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, ja. Ich soll nicht in die Politik gehen. Guter Mann. Ich würde dich wählen. So, lass mal gucken. Ich werde die Kanzlerkandidaten immer ausgewählt. So. Verstärken geht hier nicht. Warum nicht? Hä? 9 von 1, 2 von 2. Hä? Raff ich gerade nicht ganz? Ach, 1 von 2. Okay, da... Hä? Komisch. Nagel. So, verstärken. Bup, verstärken. Ich muss gleich mal gucken, wie ich das drüben gemacht habe. Sag mal. Was denn? Hat der jetzt wirklich meine Wasserdings hier abgebaut und hat es nicht aufgefüllt? Okay, okay. Hä? Okay. Oh, das habe ich vergessen. Entschuldigung. Gut. Das habe ich vielleicht vergessen. So, einmal dann zwei schräg rüber. Zwei schräg rüber. Ich hoffe, das reicht, ne? So vom Platz her. Ich bin unsicher. Oh, Schildkröte, cool. Boah, das ist alles hier schon geil verstärkt. Geil. Da müssen dann, glaube ich, Netze hin. Und dann müsste das theoretisch hier. So. Ne? Geil! Da kann er nichts mehr machen. Also ich sag mal, jetzt die meisten Boote, die ich jetzt kenne. Die laufen halt wirklich komplett spitz vorne zu, aber wir müssen das nicht so machen, das ist viel zu viel. Das wäre dann auch zu groß. Komplett spitz, ja? Na, ich meine, also jetzt. Ja, wird dann aerodynamischer, ne? Können wir theoretisch machen, aber. Nee, das wäre zu groß dann. Alles gut. Ich finde das doch schon okay. Ich könnte es ja später noch ein bisschen spitzer machen. Spitz? Ein bisschen. Ja, ich sag mal, ich glaube, beim Schiff ist immer das Wichtigste, dass es länger ist, als es breit ist, glaube ich, ne? Ich glaube, ja. Und je spitzer, desto aerodynamischer quasi. Ah, natürlich. Natürlich, der alte Lump. Ne? Solange er halt noch kann. Da freut er sich jetzt auch richtig, ne? Was war das denn? Okay. Auf der Höhe, dann kommt da noch einer. Und dann kommt der Spitze. Das ist natürlich nicht so geil. Achso, ich muss dann so machen. So ist richtig, okay. Dann da vorne. Ah, die Rundfunk ist jetzt kam schon da hinten gerade. Ja, ja, die ist schnell da. Die ist aber ratzfatz, ist die um die Ecke. Ich merke das schon. So. Dann, mal gucken. Okay. Tja, wie es aussieht, haben wir es bald verstärkt. Bisschen was fehlt noch. Sehr geil. Wie viel fehlen jetzt noch? Ich guck mal ganz kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es fehlen nur noch 6.
Oh geil, und hier sind noch eins, zwei, drei. Ach, das ist Kupfer, okay. Einen haben wir noch hier. Ah. Einmal Metal. Einen haben wir noch, okay. Okay, weißt du was? Ich mach's einfach. Schmelz die Scharniere ein? Ja. Scheiß drauf. Hauptsache mit dem Hai hört irgendwann mal auf. Wenn wir wenn wir vom Boot weg sind, das ist endlich mal. Ah, das geht doch nicht mehr. So, Netze kann ich hier, glaube ich, noch ein paar rausnehmen. Das ist einfach zu viel. Was denn? Dieses Plastik die ganze Zeit, ne? Boah. Das ist halt gefühlt 8000 Mal pro Kiste irgendwo drin. Ui. Ja, wir müssen das Meer bereinigen, Tobi. Aber zumindest erklärt das, warum so viel Müll auf dem Meer ist, wenn die ganze Menschheit abgesoffen ist. Das stimmt. Das ist eine gute Erklärung. Ne? Finde ich auch. Hat das schon nice gemacht, muss ich sagen. So. Los, schmilz endlich. Ich rede gerade die Kolarpappe. Diese verdammte Kolarpappe. So. Dann haben wir das zumindest gemacht. Ja, geil. Wenn auch sonst nichts passiert. Ja, doch, wir haben heute schon ein bisschen was storymäßig geschafft, ne? Ja, das insgesamt in der Aufnahme, ja, auf jeden Fall. Gar keine Frage. Ärgert mich trotzdem. Am Anfang der Aufnahme noch gesagt haben, ja, Story, da irgendwann mal, ne? Naja, und irgendwann mal war dann heute dann doch insgesamt gesehen. Weißt du, kommt da viel Story noch? Ist das eine große Story, weißt du das? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Mich wundert, dass es überhaupt eine gibt. Schon geil. Ne? Oh nein. So. Und es ist immer noch Early Access. Ja. So. Das mit zwei Flaschen funktioniert übrigens wunderbar beim Trinken. Ich habe immer eine voll Salzwasser und eine voll normalem Wasser. Also zwei Flaschen? Ja. So kann ich das viel besser nachfüllen. So. Dann hauen wir die nochmal rein. Ganz ehrlich, ich bin zu faul, um diese Kartoffeln zu machen, ne? Brauchen wir auch, meinst du, die brauchen wir noch? Ja, Kartoffeln auf jeden Fall, oder? Also ich esse die regelmäßig eigentlich. Okay. So, Smilz! Smilz endlich! Oh nein! Habe ich keine Planke? Kein Wunder, dass es nicht smilzt. Na los, Planke. So. Und der Motor, wie viele Planken frisst der eigentlich so? Braucht er jetzt wieder welche? Der braucht gar keine mehr, das bleibt einfach so drin. Was? Ich kann keine mehr nachfüllen, obwohl er die ganze Zeit läuft. Ungewöhnlich für dieses Spiel. So, das ist platziert, das ist platziert. Und weißt du, was ich jetzt mache? Tobias, weißt du, was ich jetzt tue? Was denn? Oh ja. Oh, ich brauche noch Nägel. Das ist immer mal eine blöde Frage. Ja. Es ist alles ringsum geil. Verstärkt. Geil! So, ich bin gespannt, ob der Hai noch Probleme machen wird. Eigentlich jetzt, also theoretisch dürfte er nichts mehr machen. Theoretisch nicht. Also in der Praxis weiß man nicht so genau, ne? Weil Arschloch. Wollte gerade sagen, außer natürlich der Spacken geht jetzt hier noch irgendwo dran, weil hier noch keine Netze sind. Aber da können wir halt auch nichts machen dann. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ja, ich glaube, da geht sonst immer von. Der ist nie in die Mitte reingegangen oder so, ne? Nee, ne? Eigentlich nicht. Na, gucken wir mal. Sag mal, diese Motor. Wir kennen das Spiel jetzt auch schon ein bisschen, ne? Ja. Wir haben vorhin irgend so komische Dachlampen da gehabt, so Stirnlampen, und die waren halt innerhalb von 10 Minuten weg. Ja. Der Motor verbraucht nichts. Ja, deswegen meine ich ja, das ist irgendwie so unüblich. Da fehlt auch noch irgendwas. Und dieses Rohr hier unten, das ist auch so. Warum ist dann so ein Rohranschluss und der ist aber irgendwie
Weiß ich nicht. Das auch, das, was ist das? Also da kommst du halt auf dem Wasser nicht vorwärts mit. Nie. Jedes Kacksegel ist schneller. Das bringt halt gar nichts. Hier steht noch ein Rad gleich 100. Was heißt das, 100? Ich hab keine Ahnung. 100 Kochtöpfe? Aber das 100, nee, 100 Knoten? Ist das ein Zeichen für Knoten oder irgendwas? Keine Ahnung. Nee. Aber auf jeden Fall ein Rad, das heißt, das ist so eine Formel, dass man mehrere von den Dingern machen soll vielleicht. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Hä, ist die Insel immer noch da? Oder ist eine andere jetzt, ne? Ich glaube, das ist eine andere, ja. Ja, das ist eine andere. Tja, weiß auch nicht. So, auf jeden Fall ist das Boot. Der Hai greift nicht an bis jetzt. Mal gucken, ich bin gespannt. Hoffentlich ist das Schiffchen jetzt endlich heisicher. Dann können wir uns auf den ganzen anderen Scheiß konzentrieren. Mhm. Das wäre geil. Wie viele... Also wenn du jetzt schätzen müsstest, ne? Ja. Wie viele Foundations haben wir hier auf dem Schiff? Boah, das kann ich nicht mal schätzen. Das weiß mehr ich. Als 100? Also wahrscheinlich eher um die 100. Weil ich habe jetzt gelesen, also ein Motor... Ja. ...kann um die 100 Foundations pushen. Ah. Weil es ist tatsächlich... Laufen, so wie sie gerade laufen, noch nicht richtig. Also es ist tatsächlich so, die stottern und das ist halt falsch. Ah. Jetzt könnte es natürlich sein, also es gibt auch wohl noch Motoren, die dann auch mit Biofuel arbeiten. Ja. Hier steht halt, too many foundations, an engine can push up to 100 foundations, make sure that the amount of engines covers the amount of foundations. Könnte also sein, dass wir zu wenige Motorpower haben. Ja. Wir brauchen, für einen neuen Motor brauchen wir 5 Metallbarren. Oh. The engines are going in opposite directions. Check the engine direction lever and make sure they match. Nee, die gehen in die richtige Richtung. Das stimmt schon. Die drücken uns alle nach vorne. Okay, gut. Dann haben wir das Rätselslösung auch schon mal gefunden. Mhm. Aber das werden wir wahrscheinlich erst nächste Folge umsetzen, ne? Wenn ich so auf die Uhr gucke. Speed. Okay, okay, je mehr Engines du hast, desto schneller fährt dein Schiff. Okay. Übrigens. Ja, das gut. Wir brauchen 100 Metallbarren. Was? was kostet so ein Ding? 5 Metallbarren kostet ein Motor. Okay, das geht aber im Vergleich. Ja. Also wenn man. Im Vergleich zu einem Metallbarren, so eine Foundation, im Vergleich zu so einem fetten Motor, ist das schon fast wieder ein bisschen lächerlich. Naja, also wenn wir dann wirklich ein paar von den Dingern machen, ich glaube, also mit 4 müssten wir hinkommen, ne? Wenn wir jetzt noch 2 bauen. Oh. Wenn wir jetzt noch 2 bauen. Nee, wenn wir noch 2 bauen, dann müsste das eigentlich reichen. Ich denke auch. Also wir haben auf jeden Fall über 200 Foundations, wenn die Motoren jetzt noch stottern. Wir werden das herausfinden, ja, wenn wir noch einen Motor bauen. Also ich denke mal, dass halt hier diese Balken und sowas, das zählt wahrscheinlich auch noch alles als Foundation, ne? Ja, das kann sein. Das hier am Rand zählt auch. Also auch die Wände und sowas wahrscheinlich alles. Also mal gucken. Der Hai schwimmt hier rum, aber greift erstmal nicht mehr an, wie es aussieht. Nee, der hat keinen Bock mehr jetzt. Ich glaube, der hasst uns. Mal gucken. Also vielleicht haben wir den jetzt aus dem Game genommen. Zumindest was das Schiff angeht. Das wäre ja mal richtig angenehm. Das wäre so angenehm und so endlich mal... Ja, da schwimmt er und ist wieder weg. Hörst du noch so ein leises Wimmern im Ozean? Armer Hai hat Hunger. Boah, hier ist aber gerade ganz schmal hingegangen, ne? Ja. Ich geh mich mal hochsetzen. Ja, ich auch. Gut, dass wir jetzt ein Oberdeck haben. So. Ach ja. Gut, dass wir jetzt Opas Deck haben. Gut,
Aber das heißt, wir finden eine Lösung. Auf jeden Fall, muss ja. Und dann schwimmen wir der Story weiter entgegen, aber wir müssen erstmal noch ein bisschen Hand anlegen hier. Vielleicht sollten wir das nächste Mal, wenn wir fahren wollen, einfach die Motoren ausschalten und einfach die Segel dann machen. Vielleicht haben wir die Motoren angelassen. Hat glaube ich, auch nicht funktioniert. Also wir haben alles durchprobiert, aber ja, naja. Naja. Genau, so ist es. Ja, dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge, ab sofort kümmern wir uns erstmal um mehr Motoren. Ja, geil, so machen wir das. Ja, alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.